Hallöchen, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zum ersten großen Halbfinale der Transport Fever 2 Dieseltriebwagenmeisterschaften hier bei mir. Und ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, bin ich ganz ehrlich. Ich bin gespannt, wer sich heute durchsetzt. Es ist ja fast ein deutsches Halbfinale. Wir haben drei deutsche Teilnehmer. Heute fährt ja Gruppe A gegen Gruppe D, also besser gesagt die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe haben sich ja für das Halbfinale qualifiziert und heute fahren die Erstplatzierten aus Gruppe A und Gruppe D gegeneinander und im zweiten Halbfinale dann die Gruppe C gegen die Gruppe D. Ja, wir haben drei deutsche Teilnehmer, das ist einmal die Baureihe 650, dann haben wir die Baureihe 629, das sind die beiden Teilnehmer aus Gruppe A und dann haben wir die Baureihe 641, die sich ja als krasse Außenseiter eigentlich durchgesetzt hat in Gruppe D und die British Rail Class 166. Das sind unsere vier Teilnehmer heute für das erste große Halbfinale und die beiden Erstplatzierten dieses Halbfinales ziehen dann ins Finale ein und wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt, wer hier heute das Rennen machen wird. Wir fahren, wie in der Gruppenphase, fahren wir einmal hier die Rennstrecke, dann fahren wir den Sprint hier unten und wir fahren den Berg hinauf und bei der Rennstrecke, da hatte ja der gute Wächter im All moniert und auch der internationalen Rennkommission hier der Transport Fever 2 Meisterschaften Bescheid gegeben, dass hier hinten die Auslaufzone nochmal erweitert werden muss, damit die Züge oder besser gesagt die Triebwagen, wenn sie hier ankommen, natürlich auch, bevor sie abbremsen, durch die Ziellinie durchfahren. Und deswegen wurde jetzt hier in einer Nacht- und Nebelaktion die Auslaufzone hier hinten erweitert. Der gute Wächter im All hat ja da auch das Sponsoring übernommen, hat ja 20 Euro dafür gesponsert, dem Kanal, dass hier hinten die Auslaufzone erweitert werden kann. Vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle an ihn, habe mich ja schon mal bedankt, aber da kann man sich nicht oft genug für bedanken. Lieben Dank. Und ja, ich bin gespannt, ob das heute einen Ausschlag geben wird. Wir hatten ja, glaube ich, in Gruppe A war das die Baureihe 650 gegen die Baureihe 629. Das war ja eine Pufferlänge Vorsprung hier am Ziel. Bin mal gespannt, ob dann heute die Baureihe 629 da die Nase vorn haben wird. Schauen wir mal. Also zumindest vor der Baureihe 650. Schauen wir mal, wie die anderen beiden Teilnehmer aus Gruppe D sich schlagen werden. Ja, auf los geht's los. Wir starten heute mit dem Bergrennen. Da werde ich jetzt die Teilnehmer quasi in Startposition bringen. Und dann legen wir auch gleich los. Ja, euer Favorit vielleicht nochmal unten in die Kommentare oder in den Chat bei der Premiere. Für wen seid ihr? Was ist eure Lieblingsbaureihe von den Vieren? Ich bin ja von der Rennsemmel, wie der Maverick immer sagt, von der Baureihe 650, dem Stadler ES1 sehr angetan. Fahre ich auch gerne im Train Simulator. Aber ja, die anderen bin ich einfach noch nicht gefahren im Train Simulator. Vielleicht liegt das auch einfach daran. Ja, wir starten Disziplin Nummer 1. Ganz kurz noch die Punkteverteilung, wie in der Gruppenphase. Der erste kriegt 3 Punkte, der zweite 2, der dritte 1 Punkt. Und der Letztplatzierte dann 0 Punkte. Also, auf geht's. Ich bin gespannt, wer sich hier Disziplin 1 sichern wird. Viel Spaß. Boah, die ersten drei kommen hier relativ gleich weg. Aber das war ja in der Vorrunde auch, dass die Baureihe 641 dann nochmal angezogen hat, den Berg hoch. Aber der Stadler ES1 setzt sich hier an Platz 1. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben schon wieder keinen Ton. Dieser Soundbug ist wieder da. Und zumindest an der Class 166 geht jetzt hier die Baureihe 641 vorbei. Aber unsere Teilnehmer aus Gruppe A sind hier auf den ersten beiden Plätzen. Ja, wir haben hier tatsächlich keinen Ton. Wir fahren heute mit E-Antrieb hier oben. Der Rauch ist nur zur Zierde. Nein, Quatsch. Es ist wieder der Soundbug da. Aber
Okay. Ja, die Baureihe 650 holt sich hier die 3 Punkte, gefolgt von der Baureihe 629. Das werde ich mir gleich mal notieren. 3 Punkte, 2 Punkte. Und dann kommt auf Platz 3 die Baureihe 641 und die Class 166 auf dem letzten Platz. Okay, ich muss mir das mal kurz aufschreiben. So, damit ist nach dem ersten Rennen der Punktestand wie folgt: die Baureihe 650 mit 3 Punkten vorne, dann die 629 mit 2 Punkten, dann die Baureihe 641 und die Class 166 mit 0 Punkten auf dem letzten Platz. Hier haben wir aber Sound. Komisch, dieser Soundpack, aber das soll ja im großen Sommer-Update dann endlich behoben werden. Wir zoomen aber trotzdem nochmal raus und nochmal rein. Das soll ja öfter mal helfen. Und jetzt bringen wir hier beim großen 500 Meter Sprint einmal hier die Strecke entlang bis hier hinten an die Ziellinie. Hier ist dann das Ziel. Der Zeitnehmer wartet hier schon. Und die Zuschauer warten auch schon auf die Teilnehmer. Und dann schauen wir, wer hier im zweiten Rennen sich die Punkte sichert. Mal gucken, ob wir hier einen anderen Zieleinlauf haben. Aber ich denke schon. Und ja, auf geht's. Zweite Disziplin. Der Sprint. Auch hier die Baureihe 650 wieder mit der Nase vorn. Wieder gefolgt von der 629 und die Class 166 hatte ja, glaube ich, auch in der Gruppe D hier auf der flachen Sprintstrecke die Nase vorn vor der 641 und auch hier zeichnet sich wieder dasselbe Bild ab. Wir haben die Baureihe 650 auf Platz 1, gefolgt von der 629, dann die 641, nee, Quatsch, dann die 166 und dann die 641, also so ziemlich derselbe Zieleinlauf, außer die letzten beiden hier haben die Plätze getauscht gegenüber dem Bergrennen. Also haben wir jetzt den Punktestand der Stadler RS1, die Baureihe 650, 6 Punkte, die 629, 4 Punkte. Und die 641 und die 166 jeweils einen Punkt. Damit haben wir jetzt folgende Konstellation. Die Baureihe 650 ist damit safe im großen Finale. Das kann ich schon mal vorwegnehmen und das ist auch schon entschieden. Die 629 eigentlich auch schon so gut wie sicher. Sie müsste jetzt im letzten Rennen den letzten Platz machen. Und die 641 oder die 166 müssten gewinnen. Dann wäre die 629 raus, weil sie keine Disziplin gewonnen hat. Aber wir gucken, wie jetzt das große letzte Rennen, die große Disziplin hier am Ende, das ja, Rennen mit den 2 Haltepunkten, die ganze Sache noch beeinflussen wird. Die Zuschauer warten, die Teilnehmer sind am Start und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Die große Entscheidung, wer zieht neben der Baureihe 650 ins große Finale ein? Auf geht's, viel Spaß. Auch hier natürlich wieder dasselbe Bild am Start wie eben im Sprint. Aber die 641 kann jetzt nachziehen. Zieht jetzt hier vorbei an der Class 166. Und geht auf Platz 3. Sei noch dazu gesagt, die Baureihe 629 hat 140 km/h Topspeed. Und die Baureihe, also die Class 166 sogar 144 km/h. Und die anderen beiden 120 km/h Topspeed. Und jetzt kann auch die Class aufholen, genauso wie die 629er.
die sich jetzt hier an die Spitze setzt. Holt sich jetzt hier Platz 1 vor der 650. Und auch die Class 166 ist jetzt wieder auf den dritten Platz vorgezogen. Und jetzt kommt es auf die Standzeit an. Ja, ist alles noch eng beieinander. Und der Stadler RS1 und die 629 machen sich schon wieder auf den Weg. Und auch die 641, aber die Class 166 steht hier am allerlängsten und ist jetzt schon ziemlich abgeschlagen auf dem letzten Platz. Und auch hier vorne zeichnet sich ab, dass die beiden Teilnehmer aus Gruppe A hier wirklich die Gruppe D nass machen. Also das hätte ich gar nicht so gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, dass zumindest die 641er mit dem Stadler mit der Baureihe 650 mithalten kann. Aber vielleicht cheaten die beiden auch. Denn das sind die beiden, die hier ohne Motorengeräusche fahren. Und hier hinten unsere Teilnehmer, die haben den Dieselmotor an. Vielleicht ist hier auch E-Antrieb drin, dass die einfach besser beschleunigen. Kann schon möglich sein. Nein, Quatsch, bevor mir der Blödsinn noch von irgendjemandem geglaubt wird und mir hier Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen wird. Nein, wir haben hier einfach diesen ollen blöden Soundbug. Kein Sound bei den Fahrzeugen. Und ich gehe wohl oder übel davon aus, dass wenn die beiden ins Finale kommen, das dann im Finale auch so sein wird. Es ist einfach ein Graus. Und ich kann das immer nur wieder sagen. Ich bin endlich, endlich froh, wenn dieser Patch im Sommer kommt und dann laut Urban Games das Ganze ja dann ad acta gelegt ist. So hoffe ich. So ist der Plan von Urban Games. Wir gehen auf die Zielgerade und wir schauen mal, ob vielleicht zumindest die Baureihe 166 der British Rail hier nochmal irgendwie angreifen kann mit ihren 144 km/h Topspeed. Aber ich bezweifle es. Der Abstand ist wirklich mega schon. Oh, jetzt hat sie auch keinen Sound mehr. Einzige, der hier regelkonform fährt, ist hier unser kleiner Walfisch. Ja, die 629 holt jetzt auf, vorbei an den Zuschauern hier, Richtung Brücke. Und ich denke, dass sie sich diesmal hier auf Platz 1 setzen kann. Nicht wie in der Gruppenphase. Da wurde ja gebremst, schon auf der Brücke. Kurz vorm Ende der Brücke. Und deswegen hat die Baureihe 650 noch ganz knapp die Nase vorn gehabt. Aber hier wird sich, denke ich, die Baureihe 629 vorbeischieben. Ja, so ist es. Holt sich jetzt hier Platz Nummer 1. Und damit geht die Baureihe 650 nicht mit 3 Siegen ins Finale, sondern nur mit 2. Und da kommt das Ziel und ich kann schon mal notieren. 3 Punkte für die Baureihe 629, 2 für die 650. Und dann schauen wir mal, wer sich da noch Platz 3 und Platz 4 holt. So, die beiden sind im Ziel. Und die 641er holt sich hier Platz 3 und die 166. Obwohl sie da nochmal angezischt kommt, aber das wird nicht mehr reichen. Geht dann mit 0 Punkten hier in Disziplin Nummer 3 leer aus. Damit haben wir den Punktestand 8 Punkte für die 650 und 7 Punkte für die Baureihe 629 und ja, 2 Punkte die 641er und 1 Punkt die Class 166. Doch schon eine klare Kiste hier im ersten Halbfinale. Hätte ich, wie gesagt, gar nicht so für möglich gehalten. Weil ja die 641er in ihrem Halbfinale, in ihrer Gruppe doch schon alle ziemlich nass gemacht hat mit 2 ersten und einem zweiten Platz. Und hier, ja, chancenlos gegen die beiden
Teilnehmer aus Gruppe A. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Halbfinale 2 gibt es dann wahrscheinlich Richtung Wochenende. Und dann gibt es ja noch das Rennen um Platz 3. Also auch die Verlierer der Halbfinalrennen werden dann nochmal gegeneinander fahren. Und dann haben wir das große Finale noch. Und ja, ich bin gespannt, wer sich in Halbfinale 2 durchsetzt. Da kann ich euch nochmal kurz die Teilnehmer nennen, damit ihr da nochmal auf dem Laufenden seid. In Halbfinale Nummer 2 fahren gegeneinander aus Gruppe B die ÖBB 5147 und die FCU ALN 776, also Österreich und Italien. Und aus Gruppe C kommen dann dazu der Siemens Desiro Classic und die Baureihe 612, beide aus Deutschland. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch ein Abo und ja, bis zu einem meiner nächsten Videos. Ich bin raus. Ciao, ciao.